Hallöchen, meine kleinen Wölkchen da draußen, herzlich willkommen zurück bei Let's Play Minecraft Pocket Edition. Und ich habe eigentlich Infos, die gar keine wirklichen Infos sind, denn ich habe heute bei Twitter gelesen, also es sind wieder Infos. Wie soll man es eigentlich sagen? Das sind ja eigentlich keine richtigen Informationen. Der gute TomCC hat bei Twitter reingeschrieben, er wird bald für die 0.15 ein paar Infos rausklatschen. Und er erwähnt immer wieder die Realms, also die Server, also das ist die originalen Minecraft Pocket Edition Server. Er hat zwar auch reingeschrieben, ja, es ist jetzt noch nichts wirklich bestätigt, die arbeiten aber dran. Das heißt, so nächste Woche nach Ostern, denke ich mal, werden die ersten Infos reinflutschen, die ja zu 0.15 gehören für Minecraft Pocket Edition, aber es wird wohl nicht allzu viel werden. Ich denke mal, dass der Realm Support irgendwann dazukommen wird, das heißt offizielle Server und so weiter und so fort, aber ja, dass das Plugin zum Beispiel drin ist, aber man sie halt noch nicht nutzen kann. So stelle ich mir das halt ein bisschen vor. Kann aber natürlich anders sein, kann immer anders kommen. Ich weiß es nicht. Jetzt fragt mich, wann kommt die 0.15? Das weiß ich nicht. Es sind noch keine Informationen aufgetaucht. Weil das werde ich immer wieder gefragt, als ob ich hier der Gott von Schieß mich tot wäre. Aber Alter, was ist denn hier schon wieder los? So. Das habe ich ja schon. Aua! Mann, nein, ihr seid kacke, ihr seid echt kacke. Hier konnte nichts hinter mir gewesen sein. Es war komplett frei. Nein, dann sind sie auf einmal da. So, Schaf da hinten. Mal gucken, was sich hier noch weiter getan hat. Ja, der Ozelot hat noch nicht weitergemacht. Der hat hier seine Blockhütte gebaut und das war's. Okay. Die Musik geht kurioserweise immer wieder aus, aber nur, wenn ich aufnehme. Deswegen tue ich sie im Nachfeld hinein. Das ist zwar für mich immer ein bisschen langweilig, weil ohne Beat, ne, da ist die Motivation ein bisschen flöten. Aber naja, man kann ja nichts machen. So, ich wandere mal ganz kurz hier in meine Bude rein. Ich muss nämlich ganz kurz was futtern. Wo ich den gepackt? Ich hab da noch Fleisch. Oh, ich hab so wieder so viel Müll in die Taschen. Aber ich hoffe jedenfalls, dass in der nächsten Version die Fehler behoben sind, dass man hier diesen bemoosten Stein machen kann. Das geht nämlich sowas von auf den Keks. Und ich müsste eigentlich heute mal Holz sammeln, weil ich ja den Turm oben die nächste Etage fertig machen will. Deswegen packen wir erstmal den Stein wieder weg. Wo hab ich den hingepackt? Hier war da drin, ne? Hier war da Holzsteingemisch. Warte. Ja, nicht das. Wo ist es hin? Ah, warte mal, ich guck mal kurz. Ach, da oben. Nehmen wir das mal kurz mit. Ich bin selbst mal gespannt, was Veränderungen kommen. Weil ich sehe es ja auch ab und zu bei mir in den Kommentaren. Ja, die 0.15 ist raus. Da denke ich mir jedes Mal. Ne? Das kann ja gar nicht sein, wenn die Hersteller noch nicht mal wissen, was in der nächsten Version wirklich kommen soll. Wie sollen denn, ja, verstehst du, ne? Das ist immer ein bisschen kurios. So, zack, 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 zack. Machen wir das hier nochmal ein bisschen weg. Alter, ich habe hier wieder so viel. Oh, komm. Ich werde das irgendwann in meinem Leben mal wirklich sortieren. Irgendwann. Aber nicht heute. Das mache ich irgendwann mal, wenn ich. Huch. Wenn ich. Huch. Ey, du sollst doch nicht alles darin schmeißen. Ich hab's auch schon hier eben. Mann, so. Ah, wie gesagt, sobald Informationen rauskommen, werde ich euch natürlich damit zuspammen. Natürlich erst auf Twitter, weil eine Folge, also wenn ich ein Video mache, das kommt ja natürlich immer erst einen Tag später. Weil ich mache die Aufnahme und dann. Ein Strich in der Landschaft. Jetzt verstehe ich den Spruch. So. Hier ist das überall so bottendunkel und ich habe Angst, dass mir hier so Creeper in den Po läuft. Ich gehe mal irgendwo anders hin, wo ich nicht so viel Schaden machen kann. Mit dem Schwert in der Hand, mit dem Kopf in der Wand. Da hinten wird es auch mal schlimmer, ne? Die bauen, der Sari, der baut hinten alles zu. Finde ich eigentlich herrlich. So. Lalalala. Gut, dann ruppe ich hinten mal die Bäume weg. Fällt ja eh nicht auf, wenn hier hinten alles fehlt. Ach komm, jetzt, wenn ich hier arbeiten beginnen will, da kommt ihr an, ihr wackelt. Ihr seid kacke. Oder du, blöder Zombie. Ach,
Holzfäller arbeiten im Dunkeln. Kann man mal machen. Und oh, das ist schon wieder so ein hässlicher Baum. Aber da hinten, ich sehe, die Sonne geht auf. Ja, ich habe einen Shader drin. Wenn jetzt wieder fragen, wo hast du den Shader her? Unter Video. Das verstehen immer manche nicht. Da kann ich das kann ich tausendmal sagen, dass unter Video immer alles steht, was zum Video dazugehört. Immer. Alles. Aber irgendwie klappt das immer nicht. Erst fragen, dann selber gucken. So. Kommt der Rest da noch runter oder ist das schon wieder alles zugemüllt? Ich finde das immer schlimm, dass man... Mann! Geh doch mal weg! Ich hab denen nicht getan! Die wollen mir mal auf den Sack gehen. Da ist noch ein Stück. Warte. Das holen wir doch raus. Wie viel Holz brauche ich denn? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh, fast 10 Stacks. Das wird lustig. Da kann ich ja wieder ordentlich buddeln. Warte mal ganz kurz. So. Ich bin immer noch nicht ganz genesen. Ich weiß auch nicht. Immer seitdem ich Videos mache, werde ich permanent krank. Und ich weiß nicht warum. Also krank nicht, aber ich habe irgendwie immer irgendwas mit Hals. Irgendwas. Mach ich mal ganz kurz. Hier. Mann, ey, du bist Sackgang, du bist eine kackblöde Pupsspinne, bist du. So, jetzt habe ich dir mit Stück Fleisch erschlagen. Oh, da hättest du schon wieder eine Killergurke. Warte mal, ich brauche das. So. Mehr als 3 Blöcke hoch kann so eine Spinne eh nicht wandern. Wie viel Holz ist denn da drin? Oder oh, umso noch mehr? Warte mal. Haben wir es jetzt bald? Nö. Da war noch Holz. Na, wird es da oben schon lichter? Ich sehne schon, wenn das so kackdunkel ist und ich habe meine Fackel wieder vergessen. Hoffentlich wird in der nächsten Version irgendwie mal eine Kopflampe erfunden. Das wäre doch nicht schlecht, oder? Endlich mal Beleuchtung ohne Licht. Also, halt mit einer Taschenlampe, ne? Das wäre mal eine geile Erfindung. Ich guck mal für die PC-Version, ob wir da eine Mod finden. Da können wir da mit der Taschenlampe auf dem Kopf rumrennen. Würde belichtungstechnisch ordentlich was hermachen. Und da hätte ich schon wieder ein Gürkchen. Ich gehe mal weg von der Gurke. So. Eine Gurke mit Beinen. So, rupp ich das restliche Holz hier oben nochmal weg. Und dann wandere ich, glaube ich, mal auch mal zurück, oder? Nee, wir haben gerade mal 37. So wenig. Ich will zumindest ein Stack haben. Ein Stack müssen wir kriegen, damit wir oben den Turm ein bisschen weitermachen können. So. Irgendwann ist hier eh kein Wald mehr. Lalalalalala. Halt deine Fresse, PC. Der will mir gerade irgendwas sagen. Kennt ihr das, wenn ihr immer so... Wenn ihr permanent irgendwelche ab... Na gut, manche von euch haben keinen PC. Aber wenn ihr einen PC habt, ne? Windows 10. Macht euch wahnsinnig. Das geht die ganze Zeit. Da ist ein Update und hier ist ein Update. Und geht die ganze Zeit. Da raubt mir den Nerv. Weil permanent irgendeine blöde, sinnlose Information reinkommt. Zum Beispiel, oh, der hat das Album reingestellt. Das sind da Fotos auf deinem Handy. Das weiß ich doch selber, ich hab's ja doch gemacht. Ich kann es nur upragen. Die ganze Zeit immer nur. So, da kommt noch eine hin. Ich muss ja ein bisschen nachpflanzen. Sonst. Hä? Ist da oben noch irgendwo Holz drin? Hallo? Auf der Suche nach dem ein Holzstück. Oder der ist mit diesem hässlichen Kackbaum hier vorne verbunden. Warte mal kurz. Den rupp ich mal weg. Wir müssen die Population der Bäume stopfen. Stopfen. Leck mich. So. Da sind doch Setzlinge. Und ich werde mit der... So, ne? Ja, das ist wieder höchst professionell, wenn der ins Mikro hustet. La. Ich denke mal, dass ich mir den Berg auch voll hacke mit Bäumen außenrum. Bin ich scharf? Ey, scharf! Hey, du! Hört mir wieder nicht. Die sind ein bisschen taub. Ach komm, jetzt, wir nehmen das Holz mit und wandern da hinten hoch. Dann haben wir doch den Apfel mit. Den Apfel.
Guck mal, wo hinten meine Hütte ist. Mein Berg. Na, hüpf. Mir gehen ein bisschen die FPS in die Knie. Ja, aus der Entfernung sieht der Shader doch ein bisschen scheiße aus. Da finde ich es ohne Shader immer schöner. Ohne Shader schöner. Hallo Häschen. Komm her, mein Kleiner. Ah, wie ich es hasse. So. Du bist aber eine fette Spinne. Hallo. Ja, stirb. Ist das schon Ewigkeiten Tag? Wie kannst du jetzt noch hier draußen rumrennen? Du da hinten genauso. Ihr seid alle Kacke. Eine Keule? Ein Ei? Inventar war eigentlich leer, aber hat es irgendwie nicht mitgenommen. Es ist verschwunden. So, hoch da. Ich will jetzt langsam mit den nächsten Arbeiten beginnen. Oh, da guck mal, da guckt ein Hase hinten. Da, genau im Kreuz. Ein Hase dem Wind entgegen. La, 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 la. Tüp, tüp. Na, komm noch mal hoch hier. Das kann nicht wahr sein. Arschkrampe. Ein bisschen umgucken hier, was hier noch alles rumwurschtelt. So, da sind wir ja schon. Da ruckelt's. Sieht aber irgendwie, glaube ich, auch... Mann! Ein bisschen am Server. Ich habe nämlich ein... Warum? Nämlich einen geilen Ping irgendwie gerade. Ich zocke nämlich nicht von zu Hause aus. Deswegen habe ich gerade richtig schön bad Internet. Mann, du bist kacke. So. Das hier oben wollte ich, also diese Brücke wollte ich eigentlich drinnen behalten. Die lassen wir mal als Steinbrücke. Das machen wir auf der anderen Seite am besten auch. Haben wir beide gekriegt? Juhu, haben wir. Dann machen wir das hier auch. Zack. Und. Zack. Und wenn, ach so, wenn der 0.15 neue Biome dazu kommt, wird diese Let's Play-Welt ja... Mann! Ach so, es wird Regen anfangen. Wird diese Let's Play-Welt ja halbwegs obsolet? Das heißt, hey, Mann, ey, was ist denn das für eine Scheiße? Hallo? Hä? Wie komme ich denn da hin? So, da baut sich die Welt wieder auf. Ich habe keine Ahnung, was es war. Auf jeden Fall ist irgendwie gerade alles zusammengebrochen. Jetzt läuft es halbwegs flüssig, oder? Das wird immer schlimmer. Ich weiß, keine Ahnung. Irgendwie... Das ist seit den letzten 4 Folgen oder so. Ich habe aber nichts Großteil gemacht. Ich habe am Server nichts geändert. Ich habe am Spielen geändert. Das ist einfach nur so verbuggt alles in letzter Zeit. So, jetzt wollen wir mal gucken. Jetzt brauchen wir Holz. Holz, 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 Holz. Da, Eichenholz. Da müsste ich erstmal außen rum gehen. Da muss ich gleich mal nachzählen. So. Da kommen immer 4 raus. 1, 2, 3, 4 müsste erstmal reichen. Dann wollte ich 16 Stück schon mal außen lang gehen. Treffe ich? Ja, ich treffe. Komm ich da hinten an? Der macht den jetzt bestimmt wieder schräg, so wie ich das kenne. Bitte mach's ganz oben hin. Bitte, 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 bitte. Ja. Wunderbar. Ich meine die andere Seite. Na, nicht so weit runter. So, das müssen wir jetzt auf jeder Seite machen, weil da oben sollen ja die kleinen Türmchen oben ran. Oh, zack. Kommen wir an. Kommen wir an. Oh, das war klar. Der Scheiß. Jemand hat er den Mist jetzt gefangen, warte mal. Wir probieren es jetzt mal in der Ecke. Oh, das hat funktioniert. So, machen wir hier auch nochmal, damit wir einen sicheren Standfuß haben. So, dann noch das Stücke. Der Turm wird hübsch. Irgendwann. Hoffe ich. Denke ich mir mal so. So, jetzt machen wir hier die Ecke noch. Ah, nee, das sieht ein bisschen doof aus. Ach komm, egal. Das können wir uns nachher von oben irgendwann mal angucken. Da können wir ja wegmachen, was wir eben wegmachen wollen.
Ja, das war ein Huster. Ich habe ihn bloß gut getarnt. Ja, hier muss ich mir echt irgendwas Sinnfreies, Sinnvolles einfallen lassen. Und der Scheißbaum. Vielleicht kommt bestimmt eh wieder irgendein Vieh, was mir auf den Sack geht. Ah, das ist ja ultra praktisch. Hat schon Vorteile, wenn so ein Ding hier ist, aber ich weiß nicht, ob das... Ah, sogar richtig rum. So. Perfekt. Oh, ich muss ja irgendwie immer noch da hochkrabbeln später. Mann, was ist denn hier schon wieder los? Das ist mir hier wieder viel zu baumig. Gut, jetzt kann, den einen da oben kann ich jetzt halbwegs vergessen. Ich bin zu klein. Ich muss mal... Ah, nee, ich bin zu klein. Aber dann noch, ich mach das einfach jetzt mal mit Holz, 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 Holz. Komm ich jetzt da oben ran? Ja! Und wieder runter. Ich weiß, das ist jetzt auch wieder nicht so interessant, aber ihr seht zumindest den Werdegang des Gebäudes. Die meisten haben bis jetzt eh schon abgeschaltet und werden gar nicht mitkriegen, wovon ich jetzt noch rede. Denn sobald die Server rausgekommen sind, die Realms, werde ich einen mieten. Ich habe jetzt zwar einen geschenkt bekommen, also einen Server von Nitrado, danke nochmal Nitrado, aber ja, es ist ein Pocket Mine Server für 10 Personen und das lohnt sich nicht. Hier passen auch 10 drauf, deswegen ist total hinfällig. Ob ich nur 10 so habe oder so habe, da kann ich hier auf dem mehr machen. Weil auf Pocket Mine da, ihr wisst, da gibt es zwar zig Milliarden Plugins, aber immer noch keine Mobs. Es gibt immer noch keine Mobs und deswegen finde ich das dumm. Also Minecraft muss schon... Mann! Da müssen schon die Killergurken bei sein, dass man so richtig schön die Nerven einen dran kaputt gehen, sonst fetzt das nicht. Und ohne Zombies, ohne den ganzen Schmarrn ist es halt kein Minecraft. Das ist einfach nur, ja, minen und craften, aber ohne Viehzeug. Das würde ich langweilig finden, deswegen mache ich das nicht. So, haben wir schon mal den äußeren Ring fertig? Ich mache hier vorne, glaube ich, vorerst. Nicht für immer, ich mache hier noch eine Tür rein. Und dann muss ich von oben weiterschmachen. Dafür brauche ich ein paar Planken und ich brauche danach wieder Holz. Und schreibt es nicht, ja, farb doch einfach offscreen. Die Zeit dafür habe ich nicht. Wenn ich Zeit habe zum Zocken, kann ich höchstens aufnehmen, sonst kann ich gar keine Videos machen. So, dann machen wir das hier erstmal dicht, die Hütte. Warum läufst du einfach weiter, wenn ich das nicht sage? Deckel, Deckel, Deckel. Und ich glaube, hier die Kanten nehme ich raus und mache da auch einfach nur die flachen hin. Alter, was für eine Entfernung schon man die ganzen Hütten da hinten sehen kann. Ach Gottes Willen, wenn das so hängt, kann man hier nicht ordentlich bauen. Bitte, liebes Mojang-Team, macht das Spiel stabiler. Ich habe das Problem, dass ich auf meinem Galaxy S7, also das S7, das neue Flaggschiff von Samsung, dass das so bottig ruckelt auf dem Ding, das ist unspielbar. Wenn du dann versuchst, noch ein Texturenpack reinzumachen, ist vorbei. Es liegt aber auch daran, das Galaxy S7 hat eine 1440p Auflösung. Das ist ein bisschen, ja, das ist 3K. Und dieses Spiel auf 3K frisst so viel Leistung, dass es einfach nur die ganze Zeit ruckelt auf dem neuen Handy. Und man kann hier die Auflösung nicht einstellen. Das heißt, man kann zwar die Sichtweite einstellen, die kannst du aber auch volle Granate runterstellen und es ruckelt da immer noch, weil die Auflösung viel, viel zu hoch ist. Das ist genau wie... manche sagen, die ein iPhone haben, ja, bei mir,
Da ruckelt Minecraft auf keinen Fall. Das liegt aber auch daran, die Auflösung bei Minecraft auf dem iPhone ist 720p. Das heißt noch nicht mal Full HD. Und deswegen kannst du auch nicht ruckeln. Weil ich glaube beim. Aber ich glaube, das S6 von iPhone, das hat schon eine, glaube ich, zumindest eine Full-HD-Auflösung, aber immer noch nicht höher. Weil ich meine, es gibt jetzt mittlerweile schon Handys mit 4K, glaube ich. Ich meine, das ist zwar echt übertrieben, aber naja, das macht schon deutlich den Unterschied. Das mache ich immer mehr hoch und komme dann bald selber gar nicht mehr ran. Ich mache jetzt einfach mal so. Ja, deswegen ist es schon scheiße, dass die, ich frage mich sowieso, warum ein 3K-Bildschirm auf einem Handy. Erstmal, die Spiele laufen gar nicht richtig. Na gut, das ist für die 3D-Brillen. Also dieser Virtual Reality-Brillen ist das zwar geil, weil das sind ja mit der Virtual Reality-Brille sind ja zwei Lupen drin, ne? Die auf diesen Bildschirm draufgesetzt werden, dass man sozusagen dieses 3D-Erlebnis hat. Und durch die Lupen sind die Pixel natürlich auch vergrößert. Wenn du natürlich eine höhere Pixeldichte hast, siehst du die nicht so stark. Das ist natürlich ein Vorteil. Aber ich benutze so einen Scheiß nicht. Deswegen ist das total dumm. Dann sollen sie jeweils eine Funktion hinzufügen, dass man jedes Spiel die Auflösung runterstellen kann. Das gibt's zwar für Samsung-Geräte, dass man die Spiele runterstellen kann. Aber wenn man den Block-Launcher nimmt, geht's wieder nicht. Das heißt, wenn du ein Texturpack reinknallen willst, kannst du das wieder nicht machen. Nur beim originalen Spiel. So, jetzt haben wir das hier zu. Da oben ist auch zu. Es regnet zumindest jetzt nicht mehr rein. Hier müssen wir noch was machen. Und ich mache jetzt erstmal eine Folgenpause. Nächste Folge setze ich oben dann den Deckel drauf, denke ich mal. Also ich würde es nicht komplett schaffen, weil ich wieder Holz brauche. Aber wir sind ja schon mal gut im Umkreis. Ich gucke mal nach der Hütte. Hat sich immer noch nicht getan. Na gut, Folgenpause. Ich danke fürs Reingucken. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.